Hallo und willkommen zurück nach dem abrupten Ende in der letzten Folge, was ziemlich fix ging. Geht es jetzt? Da ist definitiv etwas hinter dieser Tür. Weiter, ja, kann ja sein, aber wir wollten noch höher. Na. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Nein. Ja, lass doch los. Ich muss durch diese Tür. Ja, warte mal eine Sekunde, hier hat noch was geleuchtet. Das ist nämlich eine Karte. Danke. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Das hat jetzt bestimmt viel gebracht, denn ich kann nun... Können wir das freispringen? Sieht nicht so aus, aber... Wir können erst einmal hier. Was dann passiert, können wir ja gleich gucken. I see. Also, da wir das da nicht befestigen können, würde ich einfach mal schätzen, dass wir das hier befestigen sollen. Aber dann kommt das... Was genau bezwecken wir nun hiermit? Wenn wir jetzt das Seil wieder durchschneiden. Ach, verdammt, auf der Höhe bringt es gar nichts. Das stimmt wohl. Okay. Hier können wir erstmal ein Loch machen. Das ist ja ein Anfang. Na, so ein langsames. Was ja gut ist, dass da jetzt ein Loch ist, weil jetzt können wir das wieder runterlassen. Ja, das sieht besser aus. Und zurück. Genau. Und öffne nun. Also wir werden einfach das dagegen schleudern. Warten. Obacht. Jetzt kommt Physik. Wir befreien dich. Was ist das für eine Klinge? Moment. Jetzt. Okay. Ohne Wind wäre besser. Das ist zu stark. Achso. Am besten, wenn es gegen Ende vom Wind getroffen wird. Also jetzt das Abwarten. Jetzt. Nein! Dann halt doch mal ohne Wind. Na, komm, Kurbel schneller. Quasi. Jetzt! Wir brauchen Wind. Na schön. Jetzt lauschen wir mal ein bisschen. Das war schon wieder zu spät, würde ich sagen. Zu spät. Haben wir sonst noch irgendetwas hier? Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben.
Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Ja, schön. Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Es muss schon ziemlich weit hinten sein, bevor der Wind das Ding trifft. Vielleicht sollten wir mal gleich die Sekunden zählen. Okay, bei 25. Nein! Okay, vielleicht werden wir 24 anfangen zu sagen. Das ist gar nicht mal so einfach. Wie frech. Na. Da bekomme ich doch niemals genug Schwung. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das Gegengewicht. Wenn ich es nur losbekommen könnte. Es ist mir gerade persönlich ein wenig zu... hoch. Es hat gerade da hinten gerade viel zu viel Schwung verloren. Hat ja nichts ausgerichtet. Der Wind ist auch nicht annähernd in der Richtung. Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Ja, indem wir das gleich losschneiden, Lämmer. Was ist denn, was wir gleich am Anfang nochmal machen? Das schien gar nicht mal so falsch. Also es war jedenfalls die Richtung, aber halt der Schwung fehlt. Ja. Geschafft. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Geht doch. Das ist ja komisch gewesen. In Ordnung. Ich dachte, das hätte ich am Anfang schon probiert. Naja, gut. Was war das? Krass. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Kannst du mir nicht erzählen, dass das natürlich ist? Im Leben nicht. Das ist... Nee. Nee, nee, nee. Das lasse ich mir hier nicht einreden. Das ist nicht natürlich. Verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Innere Stärke. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau und Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheit-Sofort-Regeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Habt ihr gesehen? 7 von 9 Gräbern. Wir haben so gut wie alle.
Nicht schlecht. Dann kann es ja auch gar nicht mehr so viele Orte geben, wo wir hinkommen. Wo kommen wir hier hin, frage ich mich. Nirgends. Ich glaube, das möchte ich nicht ausprobieren. Nicht einmal mit unserem Hakenseil. Da kann ich gerne darauf verzichten. So, jetzt gilt es erstmal, Jonah zu retten. Oh, glänziges. Ah, Leder. Sehr gut. Kurz orientieren. Da. Oh, hier ist schon wieder was. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. Moment, ich habe gar nicht geguckt, ob ich noch was gucken kann. Ah, Federn hatten wir genug. Eine Sekunde. Das lässt sich lösen. So. Hier hoch. Gut. Schön, wir können alles abkürzen. Wieso ist die Musik plötzlich so beunruhigend? Was möchte man mir damit sagen? Geronimo! Die Wege in so ein Grab hinein sind aber auch schon ziemlich weit. Muss man mal sagen. Ein ganz schönes Gerenne. Jonah! Noch eine Stunde. Dein Freund. Tut mir leid, was passiert ist. Bestimmt geht es ihm gut. Das hoffe ich auch. Mach mir doch nicht so eine Angst. Ich dachte, weil wir jetzt irgendwie noch was nebenbei gemacht haben, ist Jonah in der Zeit gestorben. Alter. Dein Freund. Jonah, er. Ich hoffe, ihm geht es gut. Ja, danke. Das ist genauso wie letztens im Radio. In letzter Zeit sterben ständig irgendwelche Stars. Was machen die im Radio? Der Superstar Tom Hanks ist... Und wir sitzen im Auto. Oh nein, bitte nicht. In Deutschland zum Besuch. Oh, bitte. Wegen seinem neuen Film war der doch irgendwie hier. Da hatten wir kurz unser Herz in der Hose gehabt. Das können die doch nicht mit uns machen. Vorher muss der noch das Inferno fertig gedreht haben. Und noch das Symbol später. Ich weiß gar nicht, was gab es denn noch von Dan Brown? Sakrilik und Illuminati hatten sie schon? Ich weiß gar nicht, was da noch fehlt. Außer Symbol und Inferno. Sind das nicht die anderen beiden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wir das tun sollten, aber ich tue es einfach. Weil ich es kann. Will er nicht. Nutz mir einfach die Pfeile, um voranzukommen. Ja, die ist schon ziemlich geschickt. Ich kann nichts gegen Lever sagen. Die hat es drauf. Ein Glück hat Jonah sie als Freundin. Und ein Glück haben wir Jonah als Freund. Hat er uns doch auch gerade erst das Leben gerettet. Der Irre. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Münzverstecke. Ui, toll. Hier oben irgendwo eins. Nö. Ah, Klingt schon wie ein Affe. Guck mal, wer hier ist. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich okay, glaube, du klingst gruselig. Nein, nein, Spur, danke, du klingst gruselig. Sei diskret, ja? Wir haben dafür nicht genug. Wir haben...
Wir haben dafür tatsächlich nicht genug. Okay. Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Also unserem, glaube ich, ziemlich ähnlich. Was haben wir hier? Gewehr-Laserzielfernrohr. Rotpunkt-Laserzielfernrohr für höhere Präzision. Wird automatisch an allen Gewehren angebracht. Auch cool. Granatwerfer. Weniger cool. Pistolenschalldämpfer. Meiner Meinung nach völlig unnütz. Taktische Schrotflinte von Bereitschaftspolizei. Hohe Kapazität zur Bekämpfung größerer Gruppen brauchen wir nicht. Militärgewehr brauchen wir auch nicht. Also nehmen wir mal das. Das gibt's nicht auf dem freien Markt. Noch lange nicht. Ist absolut neu. Ja, wollen wir auf das Verfeinerungswerkzeug hinsparen? Könnten wir ja machen, ne? Oder wir nehmen jetzt erstmal das Outfit. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so viele Münzen werden wir gar nicht mehr finden. Ja, komm, das Outfit. Für das Verfeinerungswerkzeug wird es niemals reichen. Hab ich schon gefragt, wann du das nimmst. Ja, das kann ich... Also, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich ist da nicht viel dran, wenn du dich gefragt hast, wann wir das kaufen. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Die beiden bringen exakt dasselbe, was ich mir auch schon hätte denken können. Und... ich kann das nicht anziehen. Die friert sich ja den Arsch ab. Also. Schon mein Pullover hier. Ist es eigentlich grenzwertig? Da wir jetzt aber auch rumschleichen und hier Schnee ist und es arschkalt ist, würde ich tatsächlich jetzt wieder zur Whiteout-Jacke wechseln, damit wir hier im weißen Schnee noch schwieriger zu finden sind. Und dann geht's ab nach oben. Das sieht schon alles sehr elegant und flüssig aus. Gefällt mir sehr gut. I like. Eine Memo. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Ich doch immer. Die Leute sollten sich vor mir hüten. Ach, ich finde ja schon putzig, wie der sich Sorgen um uns macht. Ein bisschen wie ein großer Bruder oder tatsächlich ein bisschen wie ein Vater. Bergungsgut. Cool. Was hier überall für Leichen rumliegen. So. Ich muss Schutz suchen. Das meintest du mit Sturm. Okay. Ein Glück haben wir die dicke Jacke angezogen.
Alles gut? Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Ich denke, das ist ein passender Moment, um diese Folge zu beenden, mit dieser gleichzeitig traurigen und doch aufmunternden Szene Jonah zu retten. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.